Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich hoffe, ihr habt mich noch auf dem Schirm. Wenn nicht, ich bin Selina, bin 22 Jahre alt. Ich bin die mit dem Dunkelfuchs, mit dem Sprachfehler und mit diesem merkwürdigen Keller, wo viel zu viele Schabracken drin hängen. Ja, Spaß beiseite. Es ist wirklich lange her. Ich weiß nicht, wann ich hier das letzte Video gepostet habe. Ich will mich hier auch gar nicht rechtfertigen oder sonst was, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe jetzt aber Urlaub. Heute ist der 25. Dezember. Ich habe auch extra farblich meinen Weihnachtspulli dazu an. Und ja, ich dachte, heute ist es endlich soweit. Und ich nehme euch wieder mit in den Stall. Ich mache hier einen kleinen Vlog und ich hoffe, es gefällt euch. Genau. Also, let's go. Ich habe es eben gerade schon in meiner Insta-Story erzählt. Ich bin jetzt schon genervt, weil ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ihr hört es wahrscheinlich. Im Hintergrund rauscht es einfach die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe die Vlogs immer mit meinem Handy gefilmt und jetzt rauscht es. Und ich höre das einfach so doll, das regt mich so auf. Und jetzt, ich weiß nicht, ich bin kurz davor, jetzt einfach aufzuhören. Ich bin kurz davor, aufzuhören zu filmen. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt Deutsch war. Ich glaube, das war kein Deutsch. Aber, Mann. Und mit meinem alten Handy will ich auch nicht filmen, weil, nee, weil die Qualität schlechter ist. Das fängt doch schon mal super an. Yay. Also, besser kann es nicht laufen. Ich bin hier jetzt gerade mal runter in den Keller gegangen, einfach um zu checken, ob der Sound, was für ein Sound, ob das Rauschen hier im Hintergrund genauso schlimm ist. Ich höre mir das mal kurz an, ich bin sehr gespannt. Ohne Spaß, ich bin gerade wirklich am Verzweifeln, beziehungsweise mich regt das richtig auf. Weil wenn ich ein Video mache, dann will ich kein hässliches Rauschen im Hintergrund haben. Ich habe gerade gegoogelt, ja natürlich steht da Handy an und ausmachen, bla bla bla, habe ich natürlich schon 17 Mal gemacht, funktioniert aber nicht. Dann steht da irgendwie bei 4K-Aufnahmen ist das nur so. Dann habe ich 4K ausgestellt, habe das andere ausprobiert, also die schlechtere Qualität. Da ist trotzdem Rauschen im Hintergrund. Und dann haben sehr viele geschrieben, dass seit dem neuen iOS-Update 14 Punkt irgendwas einfach ein Rauschen im Hintergrund ist. So als wenn es völlig selbstverständlich wäre. So, ach so, natürlich. Das wollte ich doch haben. Jetzt habe ich endlich mein Rauschen im Hintergrund. Geil. Soll ich den Vlog abbrechen? Oh Mann, das ist doof. Ich brauche eine Kamera. Ich muss mir jetzt endlich eine Kamera holen, weil sonst... Mann. So, es gibt jetzt einmal ein kurzes Update. Ich habe mein Handy nochmal ausgemacht und wieder angemacht. Natürlich bringt das alles nichts. Im Internet gibt es auch keine hilfreichen Tipps. Irgendwie muss ich mich jetzt gefühlt damit abfinden. Ich habe auf Instagram eben eine Umfrage gemacht. Die Mehrheit war tatsächlich trotzdem dafür, dass ich den Vlog weitermache, auch wenn ich das mit meinem... keine Ahnung, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, weil mich regt das wirklich unnormal auf. Ich weiß auch nicht, das Handy ist teuer genug und das ist nicht in der Lage, ordentlich zu filmen. Was ist das? Naja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Vlogging-Kamera anschaffen, weil so wollen wir das Ganze nicht. Aber egal, ich filme jetzt so heute erstmal ausnahmsweise weiter. Und ja, ich bin jetzt schon unten im Keller, weil ich natürlich, wow, so ist das Licht unnormal schlecht, weil ich natürlich im Stall gleich fahren werde. Und dafür brauche ich ein Outfit für Nuno. Ich muss mich logischerweise auch noch umziehen. Eigentlich wäre ja passend zu Weihnachten so eine rote Schabracke oder ein rotes Outfit für Nuno. Aber ich habe nur eine einzige rote Schabracke und die feiere ich jetzt nicht so. Also ich weiß nicht, ich mag die irgendwie nicht so gerne. Und zwar, ich kann sie mal kurz rausholen, es ist diese hier. Die ist auch eher so ein bisschen dunkelrot. Soll ich die trotzdem nehmen? Ich weiß es nicht. Huch, das ist wirklich die einzige rote Schabracke, die ich habe. Oder man könnte halt auch so argumentieren von wegen Weihnachten, Schnee, Eis. Deshalb nimmt man so ein Eisblau oder so. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden. Wir sehen gleich, was wir gewählt haben. Vor allem habe ich zu dieser roten Schabracke hier gar keine Bandagen oder sonst was. Also ich habe nicht mal ein einziges Paar rote Bandagen. Daher müsste ich irgendwie weiße dazu nehmen oder sonst was. Oder ich nehme halt einfach blau. Ich bin überfordert. Hilfe. Mir ist allerdings gerade eingefallen, dass ich so eine rötliche Jacke habe. Die passt aber, glaube ich, auch nicht so. Naja, ja, passt da jetzt auch nicht so richtig zu. Egal, komm, wir nehmen die rote Schabracke. Ich hatte die gefühlt noch nie drauf. Dann klatschen wir einfach weiße Bandagen da mit drauf und dann passt das Ganze. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich noch weiße Glocken im Stall habe, aber ich glaube schon. Und ja, dann nehmen wir das einfach so mit und dann ziehe ich mich jetzt um und dann fahren wir mal los in den Stall.
Und ich sehe einfach aus wie so ein schwangerer Weihnachtsmann, aber yay. Ich ziehe mich um und dann geht's los. Ach so, ich sollte die Sachen mitnehmen. Super. Und den Bügel sollte ich vielleicht hier lassen, weil den brauche ich nicht mit. Ich habe jetzt gerade erstmal 5 Stunden diese schwarze Reitleggings hier gesucht. Ich wollte genau die anziehen und habe sie nicht gefunden, bis ich sie dann endlich im Trockner gefunden habe. Es sieht gerade hübsch aus, aber das muss ich alles anziehen. Denn es ist super kalt, aber es ist mega gutes Wetter. Deshalb muss ich mich jetzt auch beeilen, weil sonst ist es nachher schon wieder dunkel und ich wollte ja noch genügend filmen und im Dunkeln bringt das alles nichts. Deshalb ziehe ich mich schnell um und dann fahren wir los im Stall. Ich muss noch Essen vorbereiten, aber dann geht's los. Und mal wieder so ein random Fact am Rande. Ich ziehe hier gerade meine Reitsocken bzw. Reitleggings habe ich jetzt schon an, aber will meine Socken anziehen und bei Reitsocken, die unten so dünn sind, ziehe ich einfach immer noch ein anderes Paar Socken drunter. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich muss dann einfach rein aus Prinzip immer 2 Paar Socken anziehen, deshalb mache ich das jetzt. Sehr unwichtige Randnotiz, aber ich wollte es mal kurz gesagt haben, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. So, ich muss mich umziehen. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit mein Pivo aufgeladen. Ich hoffe, das ist jetzt voll und geht nachher nicht aus. Deshalb packe ich das jetzt einmal schnell ein. Dann haben wir das auch, weil wenn alles gut geht, ist hoffentlich nicht so viel im Stall los und dann werde ich ein bisschen beim Reiten filmen. Ich bin dann jetzt auch soweit ready. Ich habe mir extra ein weißes Oberteil angezogen, damit es auch schön zu den weißen Bandagen passt. Dann schwarze Reitleggings und schwarze Reitsocken und dann würde ich sagen, düsen wir jetzt mal los und ja, nichts und. Ich habe gerade noch meine super süße Karottenmütze aufgesetzt und es ist wirklich sehr kalt. Also es ist wirklich richtig, richtig kalt, aber schön. Wie meine Mutter sagen würde, es ist schön klare Luft. Aber arschkalt. Mal wieder typisch Selina, habe ich hier mittlerweile 3 Schabracken und 3 Müslischollen im Auto. Ja, braucht man auf jeden Fall, weil eine reicht ja nicht. Aber ich fülle jetzt erstmal schnell sein Essen auf und dann geht es dann auch endlich mal los. Das Essen haben wir jetzt auch. Ich glaube, Pivo habe ich, Schabracke habe ich. Ich denke mal, ich habe alles und mein Auto beachten wir jetzt mal nicht. Das sieht aus wie Sau, aber bei Minusgraden Auto waschen, oh, bringt nichts. Ich habe mein Auto nicht aufgeschlossen. Und es ist eingefroren. Nice. Ich habe meine Lüftung hier jetzt gerade auf Vollgas, damit hier mal meine Scheibe vorne frei wird. Und ich dachte irgendwie, es wäre kälter. Also wir haben nur minus 2 Grad, aber es fühlt sich an wie minus 20 Grad. Ja, ich warte jetzt, bis mein Auto frei ist und dann fahre ich mal los. Ja gut, hatte ich zufällig gesagt, ich hoffe, hier sind nicht so viele Leute. Ja, ich schaue gleich mal, wie die Lage so ist, inwiefern ich wie viel filmen kann. Mal gucken, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Ich steig mal aus und ich will nicht aufsteigen, weil es ist ultra kalt. Gucke mal, die kleine dicke Wurst wartet auch schon mit Späne auf der Nase. Guck mal her. Ja, dann nicht. Dann lässt du das jetzt so. Schmeckt das? Er hat einfach schon wieder ultra das Plüschfell. Eigentlich wollte ich ihn schon lange, meine Hand ist komplett überbelichtet. Eigentlich wollten wir ihn schon lange ein zweites Mal geschoren haben, aber ja, ich mache das nicht selbst und deshalb sind wir jetzt irgendwie noch nie dazu gekommen, dass deine Scherfrau kommt, ne Nunu? Ich habe auch überlegt, weil das Wetter so gut ist, moin Nunu, draußen auf dem Platz zu reiten, aber ich befürchte, dass es eingefroren ist. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz hoch zum Platz und check mal, wie die Lage da so ist. Vielleicht geht es ja trotzdem, weil, wie man sieht, das Wetter ist ansonsten sehr gut. So, wir walken jetzt mal. Hier sieht man riesige Schneeberge. Lalalala. Also ihr könnt ja jetzt 2 Sekunden raten, ob man hier draußen reiten kann oder nicht. Ich zeig's euch mal. Der ganze Platz ist eine riesengroße Eisfläche. Ich hätte Schlittschuhe einpacken können und dann hätte ich hier Schlittschuh laufen können. Ja, ich glaube, wir lassen das dann und gehen dann doch in die Halle. Schade. Ich wäre super gerne bei dem Wetter draußen geritten, aber naja, das wird wohl nichts.
Oder ich ziehe nur einfach Schlittschuhe an, dann kann ich draußen reiten. Aber dann nicht. Wir gehen in die Halle. Ja, ich glaube, meine Schrittrunde am Ende kann ich mir dann auch sparen, weil ich habe echt keine Lust, mit Lulu dann noch hinzufliegen. Aua. Ja, deshalb gehen wir gleich in die Halle, reiten da dann einfach ein bisschen. Und Schrittrunde gibt es dann einfach, wenn es nicht mehr gefroren ist. Ne, Dicky? Kleine süße Nase. Und ja, ich hole jetzt mal seinen ganzen Kram, mache ihn fertig. Das ist hier immer so schön in der Sattelkammer, weil hier einfach eine Heizung ist und die ist richtig warm. Am liebsten würde ich jetzt einfach die ganze Zeit hier stehen, aber nein, so geht das nicht. Ich ziehe mir jetzt meine Stiefel an, suche da meinen ganzen Kram zusammen und hier und da. Und ich habe übrigens weiße Glocken hier, also passend zum Outfit, aber etwas dreckig. Wir werden es überleben, hoffe ich. Meinen ganzen Kram hoch habe ich jetzt, glaube ich, zusammen. Und meinen Gurt wollen wir jetzt mal nicht beachten. Und meine Gerte ist auch kaputt. Was ist das hier alles? Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, glaube ich, alles zusammen. Da fehlt jetzt nur noch das Pferdchen und das holen wir jetzt mal. Dafür brauchen wir aber einen Halfter. Sonst kriege ich das nicht mit, das kleine Pferdchen. Schnippdidipp. Einmal anziehen und mitkommen. Nicht? Okay, dann nicht. So, wie immer muss er hier noch einmal seine kleinen Haferreste aufessen, weil das ist wichtig. Weil dieses arme Pferd bekommt ja nie was zu essen. Hübsch hat er sich hier auch noch gemacht. So, nun kommen wir mal jetzt los. Wir wollen was tun. Happy, happy, hopp. Yay. Ich mache die kleine Nudel hier jetzt einmal schnell ready und seine Decke sieht immer wunderbar aus. Denn was machst du am liebsten, Nunu? Genau, in der Matsche wälzen. Er sieht aus wie so ein kleines Mammut. Ich muss ihn unbedingt scheren. Ich will mir eine Schermaschine holen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht kann ich das auch gar nicht. Naja. Es ist jetzt gerade noch jemand in der Halle, von daher lasse ich mir ein bisschen Zeit und mache ihn ganz entspannt fertig. Dann kann ich nämlich gleich schön alleine in der Halle sein und genau. Nein, Nunu. Genau. Du siehst schon wieder so motivationslos aus. Das ist kein Wort, oder? Du siehst schon wieder so aus, wenn du keine Lust hättest. Was ich auch noch mal anmerken wollte, Nunu hat hier schon wieder sehr gut aufgebaut. Also es sieht jetzt nicht so aus, aber er hatte da wirklich extreme Kuhlen, weil, wie gesagt, der Sattel passt ja nicht und ich hatte dann ja immer dieses Lammfell darunter. Aber als die Sattlerin da war, hat sie mir hier dieses komische Gelpad gegeben, was halt nur hinten drauf liegt. Und seitdem drückt der Sattel anscheinend hier vorne noch weniger und oh, meine Jacke. Ja, deshalb wird es jetzt langsam besser und ich hoffe, wenn der passende Sattel da ist, ja, wird der Rücken bald mal wieder in Ordnung sein. Und nochmal zum Thema Sattel, weil ich da auch immer einige Fragen zu bekommen. Wenn alles gut läuft und nach Plan läuft, wird er Mitte Februar fertig sein. Und dann hat Nunu endlich seinen maßangefertigten passenden Sattel. Ich freue mich da schon so drauf, weil ich dann hoffe, dass das Reitgefühl dann auch alles ein bisschen besser wird. Aber mal schauen. Wir müssen uns nur noch ein bisschen gedulden, aber Mitte Februar kommen, das ist jetzt auch nicht mehr so lange. Das schaffen wir jetzt auch noch zu warten, ne, Diggi? Ja. Ich habe gerade noch mal schnell mein Ladekabel aus dem Auto geholt, weil mein Akku spinnt. Nunu wird doch schon ungeduldig, weil er keine Lust hat zu warten. Aber ich lade jetzt noch mal schnell, obwohl hier ist auch eine Steckdose, oder? Lade ich noch mal schnell mein Handy auf, weil sonst wird das beim Film gleich nichts. So, ich wollte euch das jetzt noch einmal kurz zeigen. Ich habe hier schon den Sattel in der Hand. Und zwar ist das das Pad. Es liegt halt wirklich nur da hinten auf und ist so ein Gelpad, damit der Schwerpunkt vom Sattel nämlich richtig verlagert wird, weil, ja, bei diesem Sattel ist es nicht der Fall. Und, ja, hoffentlich, beziehungsweise es hat halt auch schon gut geholfen. Und jetzt warten wir nur noch auf den neuen Sattel. So, wir sind hier schon ready in der Halle. Ich habe Nunu gerade schon, ich glaube, 10 Minuten oder so Schritt geführt, damit er erstmal ein bisschen warm wird, bevor ich mich da drauf setze. Und genau, ich habe mein Pivot schon aufgebaut. Hier steht da jetzt gerade schon drauf. Und ja, jetzt werde ich reiten und ein bisschen filmen. Let's go.
Wir sind jetzt gerade durch mit dem Reiten und ich reite jetzt nur noch ein bisschen Schritt. Irgendwie war ich heute nicht so locker flockig unterwegs, deshalb hat sich das auf den guten Herrn hier übertragen und er wurde vorne so ein bisschen maulig und fest. Aber naja, solche Tage soll es auch geben und gestern haben wir auch relativ viel gemacht. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass er irgendwie Muskelkater hatte. Man weiß es nicht. Ja, und die zweite Sache ist, sobald ich gefilmt werde oder mich hier jetzt auch selbst filme, kann ich nicht mehr reiten. Sobald die Kamera angeht, ich weiß nicht, was ich hier mache, ich kann nicht reiten. Ich sitze dann hier drauf und bin so, das war auch immer auf dem Turnier so. Sobald die Prüfung angefangen hat, war ich woanders. Hab Reiten verlernt oder so. Ja, auch perfekt für Social Media dann gemacht, aber auch perfekt für YouTube gemacht. Ich will Reitausschnitte zeigen und kann nicht reiten, aber egal. Wir reiten hier jetzt noch mal ein bisschen zu Ende Schritt und dann machen wir das kleine Kind hier wieder bettfertig. Der gute Herr steht da auch schon wieder wie bestellt und nicht abgeholt. Oh Nunu, bist du so kaputt? War das so anstrengend? Der stellt sich aber auch ein bisschen an. So, ich muss erstmal meinen ganzen Krempel hier loswerden. Stopp, Nunu, stopp. Genau so. Das war toll. Und jetzt kommst du hier einmal rein. Einmal umdrehen. Was machst du? Ab hier, ab. Und hier fertig machen. Ich bin ja auch nur dezent dumm. Wenn ich beim Reiten filme, also ich habe immer so einen Fernauslöser, dann filme ich immer nur sequenzenweise und nicht so einmal komplett durch. Und am Ende dachte ich, ich hätte die ganze Zeit noch gefilmt. Habe ich gar nicht. Schade, aber passt ja zum Tag. Also heute ist alles top. Nun, nicht hier das Eisen jetzt abtreten. Das haben wir schon hinter uns. Naja, aber macht ja nichts, ne? Wäre ja zu schön gewesen, wenn alles gut gelaufen wäre. Der kleine Mann ist jetzt auch schon wieder bettfertig. Und jetzt geht's auch ins Bettchen. Ich kann ihn leider nicht aufs Paddock stellen, weil das auch komplett eingefroren ist. Und wir wollen ja nicht, dass sich der gute Herr hier die Beine bricht. Deshalb, wir hängen fest, Nunu. Ja, dementsprechend geht's jetzt direkt ins Bettchen. Und da ist dein Heu. Ja, nimm mal ein bisschen. Schmeckt. Seine Box wurde eben übrigens auch schon gemistet, als ich geritten bin. Von daher muss ich das jetzt nicht mehr machen. Das ist schon mal sehr gut. Aber dafür mache ich jetzt noch sein Essen und räume seinen ganzen Kram weg. So, ich stehe jetzt gerade in der Sattelkammer und mir ist so kalt. Ich wärme mich hier gerade ein bisschen auf. Die Halle wurde gerade netterweise auch schon für mich abgeäppelt. Also was ein Service hier. Ich bin nur eben noch super viel vorwärts, abwärts und locker geritten. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht auf Aufnehmen gedrückt habe oder ob es einfach nicht funktioniert hat. Aha. Ja, keine Ahnung, ob ich nicht auf Aufnehmen gedrückt habe oder ob es einfach nicht funktioniert hat, weil später war mein Speicher auch noch voll. Also, ich sag ja, heute läuft wirklich alles richtig gut. Naja, ich mache jetzt erstmal nur ums Essen und dann, nichts und dann. Dann haben wir es hier eigentlich schon fast geschafft, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen hiervon rein. Und dann noch ein bisschen davon. Und dann verrühren wir das alles. Oh. Mir fällt gerade auf, ich habe den Putzplatz noch nicht mal sauber gemacht. Und ich habe meinen ganzen Kram noch nicht mal fertig weggeräumt. Wieso mache ich dann schon nur das Essen fertig? Das macht gerade absolut keinen Sinn, aber ich mache dies hier jetzt schnell zu Ende. Und dann räume ich den Kram weiter weg, weil irgendwie habe ich mittendrin aufgehört und dachte mir so, jo, das muss reichen. Top. So, ja, Nunu, das Handy kannst du nicht essen. Er kriegt dann einfach jetzt schon sein Essen, dann muss er nicht so lange warten und ich räume dann so lange den Kram weg. So, Nunu frisst jetzt sein Futter und ich werde jetzt nach Hause fahren. Mir ist so übertrieben kalt. Ich glaube, ich gehe gleich schnell in die Badewanne oder so. Und an dieser Stelle würde ich den Vlog dann jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit dem Rauschen. Irgendwie hat es zwischenzeitlich nicht gerauscht und dann wieder doch. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber wie gesagt, ich werde mir eine Vlogging-Kamera besorgen. Dann wird es auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Auch wenn ich es immer noch nicht wahrhaben kann, dass ein keine Ahnung wie teures iPhone
beim Film rauscht. So, naja, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!